liebe Kinobesucherinnen und Kinobesucher. Ich freue mich, dass ihr den Weg in den Magdeburger Moritzhof gefunden habt, um an der Filmreihe der Friedrich-Ebert-Stiftung Sachsen-Anhalt zum Europäischen Jahr der Entwicklung erneut teilzunehmen. Heute wird passend zum Themenmonat September ein Film aus der Reihe Das Milliardenprogramm gezeigt. Allen Menschen Unterkünfte zum Leben, zum Kochen, zum Arbeiten und sauberes Trinkwasser zur Verfügung zu stellen, überfordert bereits heute viele Regierungen und Kommunen. Milliardeninvestitionen sind erforderlich, um Milliarden Bürgern ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Ein Blick in die Zukunft zeigt, die Landflucht wird weiter anhalten, die Zahl der wuchernden Millionenstädte auf über 600 ansteigen. Wasser wird für viele Menschen unbezahlbar und wichtiger als Erdöl sein. Der Energiebedarf steigt so dramatisch an, dass alternative Quellen und Techniken im großen Stil genutzt werden müssen. Dies alles erfordert neue politische und wirtschaftliche Strategien im globalen Umfang. Die Reihe Das Milliardenprogramm stellt Projekte vor, in denen diese nachhaltigen Strategien erprobt werden. Zukunftsfähig, preiswert und übertragbar. Ich wünsche Ihnen und euch ein interessantes Kinoerlebnis und eine gute Diskussion im Nachgang mit dem Regisseur. Und viele Grüße aus Brüssel. Ihr und euer Annelies.